Ist doch einiges geboten. Die Bohrer sind mittlerweile auch auf 100% Effizienz. Und jetzt geht's aber hier los. Der iCrossos und der AWP PCX. Vielen Dank für das Follow. So. Das sieht soweit gut aus. Also wir füllen unsere Gypsumreserven. Wir haben natürlich große Tanks. Das muss man der Fairness halber dazu sagen. Aber das ist eine absehbare Zeit, in der das hier passiert. Also wir haben jetzt gerade, ich glaube, hundertfachen Zeitraffer drin. Ja. Das passt doch alles. Und wir können jetzt gleich mal uns um unsere Touristen kümmern, während das hier weiter abbaut. Und dann kommt natürlich die MPU angeflogen, die Material Processing Unit. Die müssen wir dann noch sauber runterbringen. Und ich bin mal ganz zuversichtlich, wenn wir die sauber angelandet haben, dann haben wir eine echt gute Chance. Also hier hinten ist ja ein Dockingport dran, anzudocken und dort unser Gypsum umzuwandeln. Aber das ist gleich dann der nächste Anlauf. Und ich weiß nicht, was jetzt gerade los ist, aber jetzt ist hier aber Hochdruck. Deshalb erstmal Kutanja, Kutjana. Danke fürs Follow und natürlich auch Mr. Max. Willkommen bei den Carbonauten. Viel Spaß beim Zugucken. So, und wir sind jetzt. Close Alarm. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir die Touristen einfangen gehen. Das hier lassen wir einfach mal stehen. Die ersten 600 Einheiten Gypsum sind abgebaut. Sehr cool. Das klappt doch. Und jetzt erledigen wir mal die Touristenmission und setzen die auf ihren Heimweg und kümmern uns dann um die Material Processing Unit. So. Und Discover Kun hat auch noch ein Follow dagelassen. Meine Güte, was ist denn heute los? Heute ist ja hier richtig Action. Follower-Ziel trotz 15 schon sowas von geknackt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Eigentlich. Ja, wir müssen jetzt nur noch die Kerbals recovern. Das heißt, was wir jetzt mal machen können mit den Peoples hier. Wir haben noch 1200 Delta V. Das heißt, ich muss jetzt nicht das beste Manöver aller Zeiten fliegen oder das effizienteste Manöver aller Zeiten, sondern wir fliegen jetzt einfach ein Manöver, in dem wir sagen, ui, Vollgas, raus, raus aus der Mondumlaufbahn, rein in die Kerbin-Umlaufbahn in einer Stunde 38, denn die Touristen haben ja noch was anderes vor. Und der Node ist jetzt auch gleich in ein paar Sekunden. Das heißt, wir geben jetzt einmal Gas, um den schnell runterzubrennen. Und das war's auch schon. Naja, fast. So. Und das reicht, dass wir jetzt erstmal in einer Stunde 38 unseren Transfer haben hier rüber. Das heißt, wir machen hier ein neues Manöver noch rein, indem wir schon mal unsere Bremsung vorbereiten für die Touris. Und uns das auch wieder in den Reminder legen, damit wir das auf keinen Fall vergessen. Na, so viel wollten wir auch nicht bremsen. Ich bringe sie erstmal auf so einen 100-Kilometer-Orbit runter. Zack. Sehr schön. So. Haben wir das? Dann hauen wir uns das wieder in die Körbel-Alarmglock rein. Das ist in knapp 2 Stunden. Und wir können jetzt direkt mal rüberschalten zur Moonbase Bravo. SPU, irgendwas. Gott, was bist du? Denn die ist als nächstes dran. Die müssen wir jetzt einfangen. Also hier seht ihr, wenn das Ding dann gelandet ist, da ist der Dockingport für das Fahrzeug. Da müssen wir vielleicht gucken, ob wir am Rover die Höhe nochmal korrigieren müssen vom Dockingport. Aber die Idee ist an sich, dass es so funktioniert. Wir haben jetzt noch 1300 Delta V. Da fällt natürlich noch mit rein, dass wir noch einen Orbit bremsen müssen und dann das Landemanöver. Ich bin auch mal ganz zuversichtlich, dass da genug Reserven drauf sind. So, du kannst auch schon mal raus da. Ich habe dich auf dem Radar. Schwupp, Transfer rüber in die Mondumlaufbahn. Sehr schön. Stunde 29, das heißt, wir können auf jeden Fall noch. Ah, wir können erstmal ein Inclination-Anpassungsmanöver machen. Hier kostet uns das noch nicht ganz so viel. So.
wir können auch schon mal ein bisschen weiter rein turnen. Knappe 50 Höhe sieht gut aus. So. Dann brauchen wir aber nicht ganz so viel Inklinationsanpassung. Schwupp. So, dann gehen wir einmal sauber über den Äquator an der Peri. Dann können wir nämlich ein kombiniertes Inklination sauber schieben und Orbit einbrennen Manöver machen. So, dann müssen wir jetzt einmal hier unser Manöver anvisieren. Und das kurz fliegen, aber das sollte ein Klacks werden. Hyping, die Mod-Liste ist nicht hier verlinkt, sondern ich glaube unter den YouTube-Videos immer. Habe ich sie hier irgendwie als Profil drauf? Ich guck mal kurz, was der Nightbot dazu sagt. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Einen kurzen Moment. Bum, 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 bum. Jupp, jupp, jupp. Kommandos. Custom-Kommandos. Es gibt... Doch, mach mal Ausrufezeichen CKAN, also C-K-A-N, dann kriegst du ein CKAN-File. Das beinhaltet die Mod-Liste, damit du es dir mit CKAN installieren kannst, weil das doch eine relativ komplexe Installation ist. Also Ausrufezeichen CKAN ist es. So. So, wir sind in Richtung Manöver unterwegs. Das wird nicht so lange dauern, hoffe ich. Also der Burn, meine ich. Gut, ich mach den jetzt einfach mal. Ja, ein paar Sekunden, dachte ich mir schon. So, einmal das. Oh, heute machen wir richtig Strecke mit den Aufträgen. So, und das ist erledigt. 32 Kilometer, da habe ich jetzt ein bisschen overshootet, aber wir sind noch safe, dass wir nirgendwo aufschlagen. So, und dann kommt hier ein neues Manöver hin. Zack, indem wir unseren Orbit einmal einbremsen. Was uns ungefähr 200 und ein bisschen kostet. Okay, und wir kommen dann gar nicht exakt drüber, deshalb machen wir da auch gleich mal... Nee, machen wir nicht. So, lassen wir es erstmal so. So, der TNTTH und der Mr. Andre haben auch noch ein Follow dagelassen. Dankeschön, viel Spaß beim Zuschauen weiterhin und wir werden jetzt mal... zum nächsten Manöver warpen. Das passt. Eine Stunde 37 haben wir noch Zeit. Unser Manöver ist in der Stunde 17. Das heißt, wir können das in Ruhe durchführen. Ich hoffe, ich kapsel mich jetzt nicht irgendwie vom Funkkontakt ab. Ne, das sieht gut aus. Okay, dann aufs Manöver ausrichten. Und Feuer frei. Was habe ich Wichtiges bisher verpasst? Das guckst du am besten auf YouTube in den knapp 60, 70 Folgen, die du vielleicht noch nicht gesehen hast. Oder, falls es nur um den Livestream geht, dann haben wir die Base ein bisschen konsolidiert und wir haben die Mining-Operation gestartet. Das kommt jetzt wirklich drauf an, Max, wo du inhaltlich gerade stehst. Von bis. Kann sehr viel passiert sein oder überschaubar viel. Und ich habe ein bisschen die Alarmglocke befüllt, damit wir unsere Termine nicht verpassen, die wir so haben. So, und wir landen gerade, oder wir sind jetzt gerade dabei, das Orbitalmanöver zu machen, um den zweiten Anlauf für unsere Material Processing Unit, die uns ja in der letzten Landung ein wenig unsanft aufgeschlagen ist, um es mal nett zu formulieren. Genau, die bringen wir jetzt gerade in einen Moon Orbit. Und werden dann den Anflug machen. Voila.
So, und das heißt, unser nächstes Manöver ist dann tatsächlich auch schon die Landung oder der Landeanlauf. Wir wollen gerne hier hin. Das heißt, wir werden hier ein Korrekturmanöver fliegen, um unseren Kurs über die Basis zu bringen und gleichzeitig auch schon mal ein bisschen einzubremsen. Zack. Ja. Ich glaube, so wird es reichen. Der Moon wird sich noch ein bisschen weiter drehen und wir wollen auch noch Zeit haben zum Bremsen. Jupp, jupp, jupp. Ich glaube, so ist es gar nicht schlecht. Ja. Ich unterstelle jetzt mal, dass das passt. Okay, das ist in 11 Minuten 48. Das heißt, das können wir immer noch machen, bevor die Touristen wieder dran sind. Also bleiben wir direkt mal hier. Oh, und da fällt mir gerade ein, ich hätte vielleicht. Ah, oh, Gott sei Dank, ein Relay. Gerettet von der Moon Space Station. Ich hoffe für das gesamte Manöver. Da hat uns glatt. Die Moon Space Station, aber ist echt ein knappes Relay. Da ist er. Ja, die wird auch nicht mehr lange Kontakt halten können. Aber die hat dann eventuell den ScanSat, um zack, zack, zack über drei Stationen zu relayen. Wir werden es sehen. Okay. Polarstation auf Kerbin. Alles muss kolonisiert werden. Nee. Das ist einfach nur fürchterlich kalt und da wohnen ja schon Eskimos oder so. Okay, jetzt wird es schon wieder scary mit dem Funk, mit der Funkverbindung, die er da hat. Aber ich denke, die wird gleich um, oder ich hoffe, die wird dann gleich umspringen auf den Moonscansat, falls der eine Verbindung nach Hause hat. Und Titima, Aum. Willkommen. Viel Spaß beim Zugucken. So. Wir sind übers Manöver schon drüber, das heißt, ich könnte es langsam mal fliegen. Zack. Aha, 0,0. Und unsere Funkverbindung steht immer noch. Halb durch den Mond durch. Das sind krasse Funkantennen. Vielleicht können wir mit denen einfach Strom übertragen, wenn die sogar durch Stein durchfunken können. So, und unser nächstes Manöver ist in 7 Minuten. Ganz ehrlich, ich werde die Touristen ein paar Minuten später machen, weil wir ziehen jetzt hier die Landung durch. Ich hole uns mal ganz vorsichtig ran. Also wir werden auf jeden Fall wieder eine Kerbin-Funkverbindung haben, sobald wir drüben sind. Wir haben jetzt schon eine Kerbin-Funkverbindung relayed über die Base quer durch den Mond. Also wie gesagt, mir ist bewusst, dass die Touristen da auch kommen. Ich werde das gleich wegklicken, den Alarm. Zack. So, und wir machen diese Landung und gehen dann zu den Touristen. Weil das ist nur, ob wir da 2 Minuten später die Bremsung machen oder nicht. Das ist ja jetzt nur das vorgeplante Manöver. Kommen die halt 2 Minuten später zu Hause an. Das werden sie wohl ertragen können, aber ich werde jetzt nicht noch einen Orbit fliegen mit dem Teil, sondern ich möchte gerne die Basis mal auf einen Zustand bringen, mit dem man arbeiten kann. So. In 1 Minute 30 setzen wir das Bremsmanöver an, um schon mal den kontrollierten Absturz einzuleiten. So, wir fliegen wie immer leicht oben drüber, damit ich bremsen kann, wenn ich sehe, dass die Position passt. Wir haben eine Thrust-Weight-Ratio von 4,6 momentan. Ich bereite jetzt nochmal alles vor, dass wir auch auf dem Skycrane sauber fliegen können. Das heißt, ich fahre schon mal unsere Antriebe aus. So, und wir werden jetzt so lange wie es geht noch natürlich diese Stage hier benutzen. Denn jegliches Fuel, was wir noch haben, können wir noch rauskratzen. Auf jeden Fall. Gut, dann bereiten wir uns mal mental auf die Bremsung vor. Zeitfenster ist da, also Feuer frei. Das dauert jetzt einen kurzen Moment, aber
Standfüße klappe ich gleich aus, ja. Ich will die nur nicht gegen das gegen das andere Teil da unten gegenschlagen. Gleich mal gucken, ob das vom Winkel her passt. So. Oh, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So, jetzt sind wir auch schon an dem gefährlichen Part mit dem, er springt auf Target um. Vorbei. So, ich lasse es erstmal so. Zack. Surface Speed ist überschaubar. Wir haben noch 604 Delta V. Das sollte für den Landeanflug klappen. Suicide Burn sagt 256 Delta V. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal Retrograde, und Retrograde und Target liegen relativ gut übereinander. Das heißt, wir kommen tatsächlich sehr sauber rein. Das sieht schon mal gut aus, und ich glaube, die Füße können wir gefahrlos ausklappen. Dann sind die auch schon mal vorbereitet. Gut. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht zu zeitig Reichweite rausnehmen, aber ich möchte gerne schon mal Geschwindigkeit gleich rausnehmen, deshalb machen wir wieder dieses Zwitter-Ding von Manöver, um beides zu bremsen ein bisschen. Also ich möchte nicht zu viel Vertical Speed aufbauen, denn ich möchte ungern irgendwo als plattgedrückter MPU-Hamburger enden. Ich möchte aber auch nicht zu kurz kommen und in diesen blöden Krater reinfallen. Aus diesem Grund machen wir das jetzt mal so. Und das sollte eine ganz gute Kombi eigentlich des Manövers sein. Das sieht gut aus. Weil das verkürzt einfach jetzt unseren Bogen, indem es Geschwindigkeit rausnimmt. Und wir haben jetzt zwar noch viel vertikale Geschwindigkeit. 512 Delta V bei 215. Das sieht gut aus. Okay. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. So, dann können wir nämlich gleich die Bremsung einleiten. In der Hoffnung, dass wir dann immer noch ein Stück weit overshooten. Und ich nicht in irgendwelche hässlichen Überraschungen reinkomme, wie zum Beispiel so, oh nein, die neue Stage hat gar nicht so viel Delta V. So. Mal gucken. Die müsste auch gleich aus sein. Und wir sind mit der Stage durch. Dann werfe ich die jetzt ab. So, weil jetzt ist sie noch über die Basis drüber. Und ich kann mich jetzt mit dieser Stage hier damit beschäftigen, mein Retroburn zu machen und mich reinzubremsen. Ich komme jetzt ein bisschen schräg rein. Oh nein, der tut schon wieder irgendwas Komisches. Nein, 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 warum? Er kann nicht sauber gegenhalten. Verdammte Axt. Komm schon. Also mit sehr viel Kraft, wenn ich wirklich massiv selber gegenhalte. Ich befürchte, es ist dieses Triebwerksstück hier. Ah, mal gucken, ob ich das irgendwie hinbekomme. Ich befürchte, das ist diese Säule da. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, fuck. Wir sind zu schnell. Ich krieg's nicht hin. Es ist diese beschissene Undock-Stelle da unten. Oh, aber der wichtige Teil hat überlebt. Der wichtige Teil lebt noch. Hahaha. Habt ihr gedacht, ne? Hat das echt überlebt? Mining Rover? Wo bin ich? Dreh mal die Kamera. Mir war so, als hätte die Material Processing Unit und die Standfüße haben überlebt, Freunde. Das heißt, es ist nicht komplett gescheitert. Es ist nicht komplett gescheitert. So, da können wir nämlich mal gucken, ob wir das einsammeln können und uns einfach mit dem Rover abholen.
Ist nämlich noch nicht alles kaputt. Es ist noch nicht alles kaputt. Wir müssen nur mal gucken, wie schwer das Teil ist. Gut, wir werden jetzt die Touris heimsuchen. Ah, das ist dieses blöde Nupsi, war scheinbar im Strom des Triebwerks noch drin. Hat ihm dann ein bisschen. Hat ihm dann ein bisschen Schub rausgenommen. Der Skycrane war auf Maximum. Yin. Aber das Problem ist, dass ich tatsächlich einfach ins Ungleichgewicht gekommen bin. Ja, ja, close. Danke. Ich weiß, dass es kaputt gegangen ist. Hä, kann ich es jetzt nicht auswählen? Ne, kann ich nicht. Ich muss scheinbar ins Space Center erstmal zurück. Hä? Hä? Tracking Station. Gehen wir direkt dahin. So, irgendwer hat doch gerade schon wieder ein Follow hier gelassen. Und zwar Baby123 und Bianca Christine. Willkommen und viel Spaß beim Zuschauen. Oh, gruselig, mein Kaffee ist alle. Aber wir haben eine MPU gelandet in einem Stück. Also, die ist da. Die können wir jetzt mal gucken, dass wir die rüberbringen. So. Jetzt machen die Vögel mal schnell ihr Manöver, dass sie nach Hause kommen. So. Retro. Und wo ist die Priapsis? Da. Feuer frei. Also wir bremsen jetzt einfach erstmal auf eine vernünftige Höhe runter. Und werden dann auf der Periapsis den restlichen Schwung rausnehmen. Für eine sanfte Landung sind schließlich Touris, die sollen ein angenehmes Flugerlebnis haben. Gut, dann haben wir das. Und dann sind wir in 3 Stunden. Auf der Periaps. Zack. Da wird dann nochmal gebremst. So. Sehr schön. Dann haben wir das. Dann können wir das Manöver einspeichern und können dann Focus View zum Moon zurück und gehen mal gucken, was da noch zu retten ist. Auf zum Reaktor und von da aus zum Rover. Mal gucken. Mal gucken. Was möglich ist. Das Ding ist ja nicht kaputt. Also, die Rakete ist fürchterlich abgestürzt, aber der Teil, den wir brauchen. Ist es gut, wenn das so glüht? Holy Cannoli, das sieht richtig cool aus. Finde ich gut. Macht Spaß, wenn Sachen so glühmäßig aussehen. So. Irgendwelche Sachen sind warm geworden. Na ja, gut, das sind die Hitzetauscher. Die sollen warm sein. Glaube ich. Was haben wir denn erreicht? 1200 und ein bisschen Gypsum. So, was sagt unser Rover? Unser Rover hat sich ein bisschen erwärmt. Also, auf Dauer werden wir wohl ein Hitzeproblem kriegen beim Abbauen mit 2 Bohrern. Aber jetzt ist auch erstmal Rettungsmission angesagt. Das heißt, wir werden jetzt die Bohrer mal kurz ausschalten und uns in Richtung des abgestürzten Fahrzeugs begeben. Gut, ansonsten sieht es aber vom Strom her gut aus. Das hat funktioniert. Wir können die Räder ausfahren. Hui, kleiner Hüpfer. Und na, falsch angeklickt. Extend. Retract. Retract. Und retract. So, die Dinger da können wir auch einfahren.
Kisten. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir unseren Kram finden können, den wir suchen. Es müsste Schrott sein. Genau. Da wollen wir hin. 1,3 Kilometer, das ist gar nicht so weit. Da fahren wir doch jetzt schnell mal rüber, während unser Rover langsam abkühlt. Da bin ich mal gespannt, was sich da noch retten lässt. Oder ob sich da noch was retten lässt. Ja, Jack. Eine typische Qualitätslandung. Also ich glaube, nach zwei Misserfolgen mit dem Skycrane brauche ich das nicht nochmal probieren. Das hat sich jetzt einfach erwiesen, dass das nicht die beste Idee ist. Aber jetzt gucken wir mal, was von dem Schrott noch irgendwie verwendbar ist. Oh ja, stimmt, die Triebwerke sind noch an. Danke für den Hinweis, Yin. Das sollen sie nämlich eigentlich nicht sein. So. Ah, guck mal, so ein Kilometer lässt sich mit so einem Super Rover natürlich sehr schön überbrücken. Sehr schön und sehr schnell. Und um Himmels Willen, KHJ, falls du echt bist, besorg dir einen ordentlichen Nickname und willkommen. Und falls du ein Bot bist, besorg dir einen ordentlichen Nickname. Das kann ja kein Mensch lesen. So. Ja, wahrscheinlich hätte es auch mit dem Ding geklappt, aber mein lustiger Undock-Stöpsel hat es halt ein bisschen versaut. So, fahren die Dinger eigentlich langsam runter, oder? Ganz schön auf Temperatur, ne? Also ich habe ganz schön Chorhitze aufgebaut. Aber es ist, scheint noch okay zu sein. So. Da ist, was übrig geblieben ist. Dum, 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 dum. Aber wie gesagt, der wichtige Teil hat überlebt. Und sogar die Coolings-Dinger haben überlebt. Wie geil ist das denn? Sehr schön. Und der Skycrane. Der lausige Skycrane. Nur der Undock-Nupsi nicht. Na gut. Sehr schön. Also, der wichtige Part ist da. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das aufgeladen bekommen. Wenn alle mithelfen. So. Besichtigen wir mal, was übrig geblieben ist. Ach, wie oft der sich. Der Invi wird irgendwann Gehirnschäden davon tragen, weil er sich jedes Mal beim Aussteigen den Schädel anschlägt. So. Ah, da ist noch ein Dockingport. Das ist ja schon mal schön. Root Part, okay. Root Parts kann man natürlich so einfach nicht detachen. Was ist da noch im Inventory drin? Oh, cool. Noch ein paar Verbindungsteile. Detach, was war hier drin? Irgendwas Lustiges bestimmt. Pock. Fieser Kragenkram. So. Gucken, ob ich das hochheben kann. 20 Tonnen. Ne, das kann ich sicherlich nicht hochheben. So. Gucken, ob ich das hier hochheben kann. 4,5 Tonnen. Ne, kann ich auch nicht. Vielleicht kann ich das da unten abbauen. Ich vermute mal. 3,25 Tonnen, okay. Das da können wir doch bestimmt temporär mal daran bauen. Und der Armkung TV Gamer, willkommen, viel Spaß beim Zuschauen und vielen lieben Dank für den Follow. So, wir reduzieren jetzt hier mal ein bisschen das Gewicht von dem Teil. Wie schwer ist es jetzt noch? 3,15 Tonnen. Wir kommen der Sache näher. Das kann man schon fast mit drei Kürbels heben.
Rollt das weg? Ja, das andere rollt weg. Sehr gut. Kann man das jetzt nehmen? Doppelt gut. So.